Hallo Handballfreunde, herzlich willkommen zum HBF-Magazin über den letzten Hauptrundenspieltag und damit über den Spieltag, an welchem sämtliche Entscheidungen hinsichtlich Abstieg und Playoffs gefallen sind. Vorab schon mal so viel, wie angekündigt waren noch viele Veränderungen in der Tabelle möglich und es hat auch noch viele gegeben. Starten wir mit dem Nachbarschaftsduell zwischen Buxtehude und Rosengarten, welches sowohl für den Abstiegskampf als auch die Playoff-Platzierung von großer Bedeutung war. Würde Rosengarten es schaffen, eine Überraschung zu landen und aus eigener Kraft die Klasse zu halten? Oder würde Buxtehude zwei Tage nach der Niederlage in Leipzig zurück in die Spur finden und mit einem deutlichen Sieg mindestens wieder an Leverkusen vorbeiziehen? Antworten auf diese Fragen liefert euch jetzt das Buxtehuder Tageblatt. Heute ist so ein schöner Tag, wird in der Halle Nord gesungen. Ja, in der Tat, 40-21 hat der BSV gewonnen. Aber ob es ein schöner Tag auch für die Rosengartner Spielerin wird, das entscheidet sich am Live-Ticker hier beim Spiel in Trier. Alle starren ganz gebannt auf den Live-Ticker, denn heute hatten sie keine Chance. Heute haben sie gespielt wie ein Absteiger. Der Buxtehuder SV hat heute konsequent in der Abwehr jeden Fehler der Rosengartner bestraft. Es stand schon nach 10 Minuten 8-3. Und da war klar, der BSV wird heute nichts anbrennen lassen. Stefanie Mehlbeck musste in der 10. Minute runter. Das ist ein großer Wermutstropfen in diesem Spiel. Sie hat eine schwere Beckenprellung. Man weiß nicht, ob sie in der nächsten Woche beim Playoff-Viertelfinale dabei sein wird. Ja, zur Halbzeit stand es 23-10 und da war das Spiel natürlich gelaufen. Danach in der zweiten Halbzeit spielte der BSV einfach runter. Überragend heute der Angriff. Alleine Lone Fischer, sie hat Rosengarten fast im Alleingang erledigt. Sie hat 9 Tore geworfen, aber auch Lisa Prior ein ganz starkes Spiel mit 5 Toren. Und erwähnenswert auch die Torhüterinnen Jana Krause mit einer überragenden Leistung in der zweiten Halbzeit, aber auch Debbie Klein hat insgesamt 8 tolle Paraden in ihrer Bilanz stehen. Dirk Leun, 40-21, war das die Reaktion der Mannschaft, die Sie erhofft haben? Ja, absolut. Die Mannschaft hat heute hervorragend das umgesetzt, was wir uns in 24 Stunden Zeit, die wir hatten, vorgenommen haben. Und deshalb bin ich sehr zufrieden. Wir haben gezeigt, dass wir so einen Gegner klar beherrschen können. Und darüber bin ich zufrieden. Buxtehude zeigte sich also sportlich fair und leistete keine Nachbarschaftshilfe. Damit war Rosengarten wie gesehen auf den Ausgang der Partie zwischen Trier und Frankfurt angewiesen. In dieser reichte den Miezen nunmehr bereits ein Punkt, um noch an Rosengarten vorbeizuziehen und den Klassenerhalt zu sichern. Ob sie dies geschafft haben, seht ihr jetzt. Jubel in Trier. Thomas Happe und seine Mannschaft konnten zusammen mit den überglücklichen Fans einen 23-21 Sieg über den Frankfurter AC feiern und sicherten sich zugleich den Klassenerhalt. Die nervenaufreibende Partie war bis zur 10. Minute recht ausgeglichen. 4-4 stand es nach diesem Treffer von Willemijn Karsten, die sich gemeinsam mit Jelena Popovic mit 6 Toren als erfolgreichste Werferin der Miezen hervortat. Der FAC Frankfurt-Oder musste auf seine Top-Torschützin Franziska Mietzner verzichten, konnte aber zunehmend an Fahrt aufnehmen und zog nach 20 Minuten mit 4 Toren Vorsprung davon zum 6-10. Angetrieben von der Unterstützung der Fans schafften die unermüdlich kämpfenden Mietzen nach 4 Toren in Folge noch einmal den Ausgleich zum 10-10. Die Gäste waren trotzdem leicht überlegen, 12-14 der Halbzeitstand. Auch nach der Pause blieb es spannend. Frankfurt hielt Trier stets mit 2 Toren auf Abstand. Doch die Miezen gaben nicht auf, im Hinterkopf nun die Gewissheit, dass ein Punkt für den Klassenerhalt reichen würde. Beide Mannschaften sorgten mit einer guten Deckung für erschwerte Bedingungen im Angriff, Tore fielen nicht sehr häufig, aber dann knapp 7 Minuten vor Schluss der ersehnte Ausgleichstreffer durch Popovic 20-20. Kurz zuvor war Jesse Kramer disqualifiziert worden, der FAC also weiter geschwächt und die Miezen nutzten die Chance. Willemijn Karsten besiegelt den Triumph, 23-21 Endstand. Beste Frankfurter Schützin war Friederike Gubernatis mit 5 Toren. Trier hat den Kampf um den Klassenerhalt also für sich entscheiden können, womit Rosengarten abgestiegen ist. Während hier also zumindest hinsichtlich der sportlichen Entscheidung Klarheit herrscht, sind folgende Fragen noch offen. Ist Buxtehude durch den hohen Sieg auf Platz 3 oder sogar auf Platz 2 vorgerückt und konnte Frankfurt trotz der Niederlage Platz 6 halten? Die Antworten auf diese Fragen liefert der Ausgang der Partie zwischen Blomberg und Leipzig.
Der bessere Start gelang den Leipzigerinnen. In der 6. Minute führten sie schon mit 3:0. Dann aber folgte eine Schwächephase des HC. Fehler und unnötige Ballverluste auf Leipziger Seite führten zum 4:4 nach 12 Minuten. Wenig später ging die HSG sogar in Führung und bestimmte von dem Moment an das Geschehen. 5 Minuten vom Halbzeitpfiff lag Blomberg dann klar mit 4 Toren in Führung. Zeit für Trainer Heine Jensen, eine Auszeit zu nehmen und eine deutliche Ansage zu machen. Neu motiviert konnte sich Leipzig wieder heranspielen. Luise Lüxburg erzielte dann in der 30. Minute den Anschlusstreffer. Und so ging es mit 16:15 für die Gastgeber in die Pause. Wieder zurück konnte Maike Daniels zwar schnell den Ausgleich erzielen, im weiteren Verlauf aber blieb zunächst die HSG spielbestimmend. 15 Minuten vor Schluss dann die Wende. Die Gäste waren nicht nur konzentrierter, am Ende ist es vor allem Torfrau Katja Schülke, die in der zweiten Halbzeit hervorragend hielt und dem Kräfteverlust auf Seiten der Gastgeber zu verdanken, dass der HCL die 2 Punkte mit nach Hause nehmen konnte. Auf Seiten der Gastgeberin konnte Nadine Krause 10 Treffer für sich verbuchen, Carolina Kudlatsch und Anja Rösler waren beste Werferin mit jeweils 8 Treffern für Leipzig. Ich bin froh, dass wir hier gewonnen haben. Das hat uns richtig schwer getan. Heute Blomberg hat uns große Probleme gegeben und hat uns lange unter Druck gesetzt. Aber am Ende haben wir gewonnen und damit bin ich zufrieden. Das ist klar, dass wir keine Ausreiter werden, weil Blomberg hat auch am Mittwoch ein Spiel in Erfurt. Aber Donnerstag und Samstag, das ist ganz eng und ganz knapp. So, das war ein hartes Spiel für beide Mannschaften heute, was die athletische Herausforderung betrifft. Aber wir haben gewonnen am Ende und ich glaube, für uns war das ein Arbeitssieg und darauf bin ich stolz. Ja, wir haben jetzt das 4. Spiel in 8 Tagen gemacht und waren personell doch mal recht angeschlagen. Ich denke, dafür können wir sehr, sehr zufrieden sein. Wir haben ähnlich wie am Mittwoch eine kämpferisch gute Leistung gezeigt. Wir waren diszipliniert, wir waren geduldig. Am Ende entscheiden dann die Kleinigkeiten. Die Kleinigkeiten waren heute vielleicht die Paraden von Schülke, die uns dann den Zahn gezogen haben. Letztlich müssen wir mit dem, was wir gezeigt haben, zufrieden sein. Auch wenn es natürlich gut getan hätte, wenn man mal einen Punkt ergattert hätte, das wäre am Mittwoch möglich. Das war auch heute möglich. Das sollte uns ein bisschen Hoffnung für die Playoffs geben und darauf müssen wir jetzt das nächste schauen. Nach der Blomberger Niederlage war klar, Frankfurt hält den 6. Platz und Buxtehude wird 3. Damit treffen diese beiden Teams im Playoff-Viertelfinale aufeinander. Noch nicht klar, aber zumindest höchstwahrscheinlich war, dass Blomberg und Leipzig sich in wenigen Tagen an selber Stelle wieder gegenüberstehen werden. Darin hätte nämlich lediglich ein Sieg des VfL Sindelfingen etwas ändern können und dieser war gegen den bis dato auswärts ungeschlagenen Thüringer HC doch höchst unwahrscheinlich. Entsprechend hatten sich diese beiden Teams eigentlich auch nur zum Einspielen für die gemeinsamen Playoff-Begegnungen verabredet. Manchmal kommt es aber eben doch anders, als man denkt. Da geht doch was, wird sich der ein oder andere Zuschauer in der Sommerhofenhalle gedacht haben, als der VfL Sindelfingen den Tabellenführer THC bei sich empfing. Das Überfliegerteam von Coach Herbert Müller musste zu Beginn der Partie zunächst federn lassen, kam nicht richtig ins Spiel und so führten die willensstarken Sindelfingerinnen nach 10 Minuten bereits mit 7:4. Nach einer Auszeit fingen sich die favorisierten Erfurterinnen jedoch wieder, bogen das Spiel um und setzten sich auf 13:10 ab. Sindelfingen rettete sich mit einem 12:14 in die Kabinen. Aber auch in Halbzeit 2 startete der VfL mit mehr Elan, erreichte nach 3 Minuten den Ausgleich und übernahm nun das Kommando. Die jubelnden Fans wurden mit sehenswerten Kombinationen begeistert und nach 42 Minuten gelang den Gastgeberinnen eine 4-Tore-Führung zum 22:18. Mit wieder erstarktem Selbstvertrauen ließen sich die Sindelfingerinnen das Heft nun nicht mehr aus der Hand nehmen. Dank ihres ungebrochenen Siegeswillens schafften die Gastgeberinnen vor heimischer Kulisse die Überraschung und gewannen am Ende souverän und verdient mit 31:27. Erfolgreichste Schützin des VfL war Silke Meier mit 8 Treffern. Engel und Natgonaya trafen jeweils 5-mal für den THC. Sindelfingen sorgt also für eine große Überraschung und überholt mit dem Sieg über den THC noch die HSG Blomberg-Lippe. Damit stehen sich im Playoff-Viertelfinale nicht Sindelfingen und Thüringen, sondern Blomberg und Thüringen gegenüber, während Sindelfingen gegen Leipzig spielt. Darauf angesprochen gaben uns Nadine Krause und Anja Rösler in Blomberg folgende Einschätzungen. Ja, also wir waren natürlich auch sehr überrascht, ob das Ergebnis ist. Ich persönlich freue mich, wieder nach Hause zu fahren, aber ja, Sindelfingen hat eigentlich eine sehr gute Mannschaft. Deren Problem ist ein bisschen, dass sie Verletzungspech hatten das ganze Jahr. Ich weiß nicht, inwieweit sie jetzt in den Playoffs auflaufen mit den Leuten. Das weiß man halt immer nicht so genau. Aber ich denke, wir müssen so wie immer agieren. Also aus einer stabilen Abwehr raus, das schnelle Spiel.
Und dann denke ich, ja, muss es einfach klappen, weil ich meine, wir wollen unseren Titel verteidigen, haben da eine klare Zielstellung und die wollen wir auch erreichen. Okay, glaubst du, ihr packt es ins Finale und wer wäre, wenn dann, da euer Gegner? Ja, natürlich hoffe ich, dass wir es schaffen und wie gesagt, wenn wir es schaffen, unsere Stärken komplett auszuspielen, denke ich, sieht es auch ganz gut aus fürs Finale. Ich denke, Erfurt hat sich einfach, muss man sagen, durch den ersten Platz jetzt auch sicherlich eine Favoritenrolle erspielt und wird vielleicht wahrscheinlich auch den Durchmarsch ins Finale machen. Also ist mein Favorit fürs Finale. Ja, wir wollen natürlich jede Möglichkeit nutzen, aber bei Thüringen steht nicht umsonst ganz oben und haben wenig Minuspunkte oder eine gute Saison gespielt. Ja, man muss sehen, was sich ergibt und jede kleine Chance nutzen. Das eigentliche Topspiel des Spieltages war die Partie Oldenburg gegen Leverkusen. Deren Ausgang stand für uns allerdings heute nicht so im Mittelpunkt, denn aufgrund der frühen hohen Buxtehuder Führung im Spiel gegen Rosengarten war klar, dass Leverkusen so oder so auf Platz 4 zurückfallen wird. Es gab allerdings noch einen weiteren Grund, der Spielverlauf und Ausgang irrelevant erscheinen ließ und lässt. Die finanzielle Schieflage des Oldenburger Hauptsponsors Beluga und die damit verbundenen Zukunftssorgen des VfL. Mehr hierzu sowie zum Spiel jetzt von O1, dem Oldenburger Lokalsender, der regelmäßig über den VfL berichtet. Handball wurde auch gespielt, doch mehr als der verdiente 30-27 Sieg im letzten Hauptrundenspiel gegen Bayer Leverkusen bestimmten die Existenzängste des VfL Oldenburg am Sonnabend in der EWE Arena die Herzen und Gemüter. Nach dem Verlust des Hauptsponsors Beluga fehlen der VfL Bundesliga GmbH mehrere hunderttausend Euro zur Erstellung eines seriösen, belastbaren Finanzplanes. Oldenburg läuft zudem die Zeit davon. Bis zum 31. März muss die Lizenz für die erste Bundesliga beantragt sein. Kein Wunder, dass bei einer derart dramatischen Lage das vermeintliche Spitzenspiel gegen Leverkusen zur Nebensache geriet. So sah man in Oldenburg eine Partie, in der beide Mannschaften nicht wirklich alle Karten offengelegt hatten. Die mit nur 8 Feldspielerinnen angereisten Gäste erwischten in einer emotionsgeladenen Partie den besseren Start und führten schnell mit 5:1. Oldenburg stellte daraufhin die Deckung um, schnaufte tief durch und startete die Aufholjagd. Und nachdem Kim Birke den VfL mit 7:6 erstmals in Front gebracht hatte, ließen die Gastgeberinnen 8 Minuten lang kein Gegentor zu und zogen auf 12:8 davon. Den sichtlich überraschten Gästen gelang es bis zur Pause noch auf 14:16 heranzukommen. Es zeichnete sich aber ab, dass diese Partie eng werden würde. In der Pause nutzten die Fans noch einmal die Gelegenheit und starteten einen Aufruf zur Rettung des VfL in der ersten Bundesliga. Oldenburger, alle, die irgendwas tun können, kommt in die Halle, beziehungsweise, wie Jochen auch schon sagt, guckt in euer Portemonnaie. Vielleicht ist doch irgendwie mit Sponsoring noch irgendetwas drin. Dass sich die ganze Arbeit, die ganze erfolgreiche Arbeit, die jetzt in dem letzten Jahr oder in den letzten Jahren gelaufen ist, man muss ja auch denken, ist ja nicht nur die erste Mannschaft, ist ja auch die zweite Mannschaft, die ja zurzeit Tabellenführer der dritten Liga ist. Wenn das alles zusammenbricht und alles zusammenfällt, war alles umsonst. Ich meine, wir haben diese Saison jetzt zum ersten Mal gesehen, dass der VfL wirklich an die deutsche Spitze angeklopft hat und jetzt, ich will nicht sagen, nur weil der Hauptsponsor finanzielle Probleme hat, soll alles umsonst gewesen sein. Das kann ich mir nicht vorstellen und das kann auch nicht sein. Also wir geben alles, Oldenburg gibt auch alles für den Verein. In der zweiten Spielhälfte dann typisch VfL Oldenburg. Siegeswille und Teamgeist gewannen die Oberhand über das Seelenleben der VfL-Frauen. Das Signal zum Aufbruch kam von der erneut überragenden Angie Geschke, die sich nach 40 Minuten demonstrativ vor die Haupttribüne stellte und lautstarke Unterstützung einforderte. Und die bekam sie auch von den knapp 900 Besuchern. Das Heft gaben die Oldenburgerinnen zumindest für dieses Spiel dann nicht mehr aus der Hand und siegten am Ende verdient mit 30:27. Dennoch waren all die Probleme am Ende wieder da. Das merkte man natürlich auch Spielführerin Sabrina Neuendorf deutlich an. Es war eine ganz komische Atmosphäre und wie gesagt, man darf nicht vergessen, Leverkusen ist hier mit 8 Feldspielerinnen angereist und wir haben sie in der nächsten Woche nochmal, da werden beide Mannschaften sicherlich noch mehr Gas geben und dann denke ich, wird das auch ein richtig spannendes, temporeiches und hoffentlich schönes Handballspiel. Aber ansonsten, klar gilt jetzt die Devise in der Situation, in der wir sind, jetzt erst recht, wir wollen diese Saison in jedem Fall ordentlich zu Ende bringen, wollen nicht, dass sie in ein paar Wochen schon vorbei ist und werden jetzt nochmal alles geben und kämpfen bis zum Schluss und hoffen, dass uns die Zuschauer, die heute hier waren und
ja, die, die heute vielleicht in der Stadt bei dem schönen Wetter waren, bei den nächsten Spielen wieder dabei sind, dass wir hier die letzten Spiele dieser Saison nochmal eine volle Hütte haben. Wir drücken dem Bundesliga-Dino auf jeden Fall die Daumen und kommen jetzt abschließend zur Partie Göppingen gegen Bietigheim. In dieser ging es für beide Mannschaften lediglich darum, die Saison 2010-2011 mit einer ansprechenden Leistung zu beenden. Mehr zu diesem lockeren Saisonausklang jetzt im folgenden Beitrag. Ein überraschendes Ergebnis gab es nicht zu bestaunen am Ende des nur mäßig spannenden Spiels der SG BBM gegen Frisch auf Göppingen. Die Gastgeberinnen waren mit nur 8 Feldspielerinnen aufgrund der Verletzungen von Stellbrink und Karolius nicht besonders gut aufgestellt, entsprechend vorsichtig und zögerlich der Beginn der Partie. Man merkte, dass es für beide Mannschaften um nichts mehr ging. Mangelnde Aggressivität und fehlende Konzentration auf beiden Seiten prägten das gesamte Spiel. Nach 2 Zeitstrafen gegen die Bietigheimerinnen konnte sich Frisch auf durch 3 verwandelte 7 Meter von Anita Herr, die mit 8 Treffern beste Schützin ihres Teams wurde, auf 7:3 absetzen. Die Gäste kamen zwar nach 18 Minuten noch einmal auf 10:9 heran, konnten aber einen 20:16 Pausenstand nicht verhindern. Zurück auf der Platte legten die Hausherrinnen einen Zahn zu, 28:20 nach 41 Minuten, ein komfortabler Vorsprung. Bietigheim konnte zwar noch einmal aufschließen zum 30:26, aber in der heißen Endphase scheiterten Lana Holder mit 11 Treffern erfolgreichste Werferin ihres Teams und Beate Schäfknecht jeweils beim 7 Meter an Julia Schulz. Frisch auf Göppingen gewinnt verdient mit 37:32. Schauen wir uns sämtliche Entscheidungen noch einmal in einer Übersicht an. Trier gegen Frankfurt 23:21, Blomberg gegen Leipzig 26:30, Göppingen gegen Bietigheim 37:32, Oldenburg gegen Leverkusen 30:27, Buxtehude gegen Rosengarten-Buchholz 40:21 und Sindelfing gegen Thüringen 31:27. Und dies ist das Tabellenbild am Ende der Hauptrunde 2010-2011. Den ersten Platz belegt souverän der Thüringer HC. Zweiter ist der HC Leipzig, der als einziger Verein neben dem THC ebenfalls nur eine einstellige Anzahl an Minuspunkten aufweist. Knapp dahinter liegt der Buxtehuder SV, der die stärkste Abwehr der Liga stellt. Auf Platz 4 folgen die Elfen aus Leverkusen, fünfter ist der VfL Oldenburg mit dem stärksten Angriff der Liga. Sechster ist der FAC Frankfurt-Oder, siebter der VfL Sindelfingen und achter die HSG Blomberg-Lippe. Das Ziel Klassenerhalt schaffen die 9 platzierten Göppingerinnen sowie die 10 platzierten Miezen aus Trier. Knapp verpasst hat den erhofften 10. Platz die SGA Rosengarten-Buchholz, die damit wie auch der andere Aufsteiger Bietigheim den bitteren Gang zurück in die Zweitklassigkeit antreten muss. Eröffnet sind nun die Playoffs um die deutsche Meisterschaft. Diese starten mit den folgenden Viertelfinalpaarungen. Die HSG Blomberg-Lippe trifft auf den Thüringer HC, der VfL Sindelfingen auf den HC Leipzig, der FAC Frankfurt-Oder auf den Buxtehuder SV und der VfL Oldenburg auf Bayer 04 Leverkusen. Alles zu diesen Spielen seht ihr wie gewohnt hier bei uns im HBF-Magazin. Das war's für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und auch vielen Dank einmal all denjenigen, die zum Gelingen dieser Sendung beitragen. Allen voran den Videoverantwortlichen der einzelnen Vereine. Gerne weiter so. Weiter geht es bei uns am kommenden Montag, dann schon mit den Viertelfinal-Hinspielen der Playoffs. Damit euch bis dahin nicht langweilig wird, haben wir euch auf unserer Facebook-Seite ein ausführliches Interview mit dem neuen Bundestrainer eingestellt. Schaut also gerne mal vorbei. Wir sehen uns wieder am kommenden Montag. Bis dahin, macht's gut.